Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Mutantenstadl bzw. 7 Days to Die. Jo, wie ihr seht, seht ihr nichts, es ist noch Nacht. 3 Stunden noch muss ich ungefähr aushalten. In der Zwischenzeit mache ich mir noch ein paar Woodlock Spikes. Denn ich möchte ja mein Haus rundum rundum mit den Dingen zubauen. In Voraussicht auf die Nachthorde. So, ist hier jemand? Nein? Sehr schön. Ich muss jetzt mal noch. Ach, da vorne. Zack. Haben wir hier was drin? Nein. Hallo. Ah, die sind fertig. Sehr schön. Dann esse ich da doch gleich mal 2 Stück. Und das kommt hier rauf. Ja, also im Essen sieht es einigermaßen gut aus. Ja, doch. Kann man lassen. So. Oh, okay. Brauche ich doch nicht. Dann trinken wir noch was schnell. Jawohl. Wie sieht's denn hier aus? Okay, ich müsste mal Wasser holen und abkochen. Genau. Das muss ich unbedingt machen, damit man mehr Tee zurecht basteln kann. Und ich brauche Holz. Ich brauche sehr viel Holz. Ja. Ja. So, und so, sehr schön. Die werde ich alle brauchen. Okay. Kundschaft da. Wo kloppen die drauf rum? Das gefällt mir nicht. Das. Nö. Also. Vorhin kamen sie aus der Richtung, jetzt kommen sie aus der Richtung. Nur da, wo ich bis jetzt meine Spikes habe. Von da kommt noch niemand. Ich glaube, die kloppen mir die Fensterscheiben zusammen, oder? Ja, deshalb wird es Zeit. Das heißt, heute noch Unmengen von Bäumen. Hallo? Unmengen von Bäumen kloppen. Ach ja. Genau, machen wir so. Naja, ist jetzt auch nicht so viel. Hab ich noch Steine? Wahrscheinlich nicht. Naja, 2 Stück. Ist jetzt nicht so der Bringer. Die sind im Haus. Da muss ich dicht machen. Hilft nichts. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Eigentlich dürften sie ja nicht drauf kommen, oder?
Okay. Ja, komm. Hier muss ich also auch noch dicht machen. Na toll, wo sind die rein? Ah, Mist. Okay. Okay. Dann machen wir das so. Na komm. Und hier. Okay, dann setzen wir hier mal sowas darauf. Habe ich jetzt eigentlich noch Holz? Nee, eins. Okay. Das reicht nicht. Naja, gehen wir mal raus. Ist hier noch irgendjemand? Vielleicht hinterm Haus. Gucken wir mal. Nein, im Moment auch nicht. Na gut. Muss ich die Bäume mal etwas dezimieren außenrum. Damit ich freies Blickfeld habe. Setzen wir hier mal. Wie hoch habe ich die da vorne gesetzt? Sind jetzt drei hoch? Ja, genau. Dann setzen wir die hier auch mal drei hoch. Und davor kommt dann auch noch eine Reihe. Mist. Ah, okay. Ah, Mist, 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 ja. So. Ja. Ah, die da wahrscheinlich, oder? Das wird der Grund sein, warum ich hier nicht sitzen kann. Ja, ich brauche unbedingt Metall. Damit ich mir die Pickaxe basteln kann. Denn so ist das nichts. Uiuiuiui. So weitergeht, hacke ich da bis zum Tag 7 dran rum. Na, was ist denn? Wie lange hält das Ding denn aus? Wenn ich draufklopp, brauche ich einen halben Tag, und wenn ein Zombie draufkloppt, ist es in zwei Schlägen durch, oder? Naja. Ja, sag mal. Na, endlich. So, den hier. Aha, okay. Na gut, aber der dürfte schneller weggehen. Da. Oder auch nicht. Na also, geht doch.
So, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, gut. Ah, na, nee, Mist. Ja gut, muss auch weg, hilft nichts. So. Ich hab doch, naja, 8 Stück, okay. Ist jetzt nicht der Bringer, aber besser als gar nichts. So. Komisch. Seltsam. Seltsam. Okay. Ja. In der Zwischenzeit muss ich hier mal Wasser fassen. Lecker Wasser aus dem Klo. Okay, und jetzt? So. Okay. Nein. Das hier brauche ich, genau. So, 27, naja. Okay, machen wir es halt so. Gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Auch die Tür zu. Machen wir das so. Braucht dann sowieso Holz zum Verkleiden. Sieht es eigentlich hier hinten aus? Naja, gut, wird sich rausstellen. So, dann klopfen mal weiter Holz. Das ist jetzt etwas langweilig vielleicht für euch, aber ich kann es leider nicht ändern. So. Okay, das nehmen wir mit. Dann. Ja gut. Jetzt bloß das Problem. Da ich noch nicht so viel Metall habe, kann ich mir auch keine Barren machen. Und ohne Barren kann ich mir kein Forged Iron machen. Und ohne Forged Iron keine Short Metal Pipes. Und ohne Short Metal Pipes keine Metal Strips zum Reparieren. Ja.
So, jetzt brauche ich das und brauche ich das hier. Und dann muss ich mir gleich eine Stone X wieder machen. Denn, naja, den kloppe ich nur weg. Jetzt, weil. Und dann muss ich da hinten Steine klopfen. Hier. So, das ist fertig. Okay. So, so und so. Das wird nicht viel bringen. Na gut, ich kann es nicht ändern jetzt im Moment. Entschuldigung. Ich hab dich schon gesehen. Lass ich mal nicht anschleichen, Schwein. Beziehungsweise Zombie. Na komm her. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Wer hat dich eigentlich eingeladen? So, na toll. 10 Metal Fragments. Das ist ja nicht so viel. So. Und den nächsten. Liegen hier so viele Steine rum. Denn wenn ich mir jetzt hier einen Berg reinhämmen müsste mit der Steinaxt, ja, nicht so toll. So, hier was drin. Yep. Ja gut, Ho brauche ich im Moment noch nicht. Irgendwann ja, aber im Moment noch nicht. Jetzt erstmal wichtig jetzt für übermorgen das Häuschen einigermaßen sicher zu machen. Ich hoffe nur, dass ich es zeitlich schaffe. So, wie sieht's denn aus? 36. Na gut, zumindest sind im Moment keine Zombies da. Und ich kann in Ruhe arbeiten. Arbeit, noch mehr Arbeit.
was gestorben. Gerade beim Aufnehmen ist anscheinend unten abgeschnitten. Das muss ich mal gucken, ob ich das wieder hinbekomme. Was ist jetzt? Leute, wo kommt die her? Normalerweise. Hallo? War noch gar kein. Da ist einer. Okay. Sonst noch jemand? Was haben wir denn dabei? Noch irgendwo einer? Da unten stehen aber welche. Na ja, gut. Die da unten soll mir erstmal egal sein. Close Leg Arm. Naja, gucken wir mal. Okay. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn? 55. Naja. Muss jetzt. Ach Quatsch. Hier klopfe ich noch ein bisschen drauf rum. Wie gesagt, und mit dem Fenster gefällt mir nicht. Ja, muss mal gucken. Na komm, mach hin. Ich habe nicht ewig Zeit. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon wieder über 23 Minuten. Gut, dann verabschiede ich mich. Entschuldigt für die Frosch heute im Hals, ich weiß nicht, was los ist. Dann verabschiede ich mich für heute wieder. Ihr wisst es ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder einen Kommentar oder beides. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.